Guten Tag, hallihallo, wir fangen sofort an und wir bleiben erstmal auf dem Casual Style. Wir sehen Tentuz, Tentuz, the Red Zerg Player hier on Entombed Valley against the Blue Terran Finant from the Mr. Pink Show Community. Und das Ganze? I don't know. Musik activated hier. In welcher Liga das Ganze stattfindet. Ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit. Heute Abend ist wieder Gopher Institute. Ich mache jetzt noch mal ein paar Replays. Ich habe mir jetzt 4, 5 Stück noch mal rausgesucht, denn ich habe ja jetzt vor einer Woche, ja, so 7 bis 10 Tagen ungefähr das letzte Replay hochgeladen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und ich hatte dann ja auch durchgegeben, ich habe alle E-Mails mit den ganzen Replays, die ich noch hatte, gelöscht, weil das war größtenteils alles entweder 3 und 3 von 4 Replays oder eben vor Patch 1.52 oder 1.5, wo ich halt diese Ruckelprobleme bei der Aufnahme hatte. Und die sind alle gelöscht. Tut mir wirklich leid, dass ich eure Spiele da nicht gecastet habe. Ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere supergeile Game dabei gewesen ist. Aber es ist natürlich scheiße, wenn das hier immer... Diese FPS-Drops bei der Aufnahme haben mich halt tierisch abgefuckt. Deswegen habe ich gesagt, nö. Ich mache das jetzt hier mal... nicht weiter, beziehungsweise ich mache da einen Cut. Und dann habe ich ja gesagt, schickt mir wieder neue Replays. Und was soll ich sagen, jetzt innerhalb von diesen 7 bis 10 Tagen habe ich jetzt wieder 30 neue E-Mails bekommen. Ja, teilweise auch 2, 3 Replays oder E-Mails von einer Person. Nicht wahr, Tom? Ach nee, David. Entschuldigung, David war es. David. Mal kurz gucken. Ja, ja, der David, nicht Tom. Tom nicht. Entschuldigung. Nein, 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 ich habe da was verwechselt. Der David war es. Der spammt mich immer zu mit hier, mit E-Mails. Jetzt habe ich mir mal 5 Stück genommen und jetzt werde ich die mal durchziehen. Der Terraner baut hier sein Wall-In hier vorne hin. Wie gesagt, das ist eine Close-Ground-Posi auf Entombed Valley gegen ein Zerg. Tentuz hier oben, Finant aus der Community, sollte euch vielleicht eventuell bekannt sein. Von ihm habe ich schon das ein oder andere Spiel ja, gezeigt. Dann habe ich noch eins im Köcher, das... hat der Ritus wieder gespielt. Ja? AI Ritus gegen Ruffles. Habe ich ja letztens ein Replay gehabt. Und da hat mich gleich der Ruffles angemailt und sagte, hier, pass mal auf. Ja, das kann ich so nicht durchgehen lassen. Ich schicke dir nochmal ein anderes Replay, wo man mal sieht, wie der Ritus richtig spielt. Und dann werde ich das auch noch machen. Vielleicht auch gleich schon im Anschluss. Ja, der Kater kommt jetzt hier vorbei. Ja, der kriegt gerade wieder ganz flauschiges Fell, weil es wird ja Winter. Ganz flauschig ist er. Der Mieze-Kater. Da muss ich auch nochmal gucken, was da mit seiner komischen Webcam ist, da, dass das nicht mehr so richtig funktioniert. Ist auch ein bisschen blöd. Terraner scoutet hier vorne mal ein bisschen lang mit seinem SCV. Hat jetzt hier gesehen, alles klar, hier unten ist er nicht, da ist er nicht. Dann kann er ja nur noch da sein. Da oben gibt es jetzt auch den Pool. Gas läuft mittlerweile. Hedge steht natürlich auch schon. Ein bisschen komisch, was er hier halt macht. Ja, er baut hier oben keinen Wall-In, sondern er startet ihn halt hier. Wäre natürlich sehr, sehr anfällig gewesen gegen frühe Aggressionen. Des Zergis hatte aktuell Glück, dass die gar nicht kommt und deswegen ja, nichts passiert. Hier drüben das SCV kommt jetzt an, sieht alles klar, hier wohnt der Zerg. Ah, klaut sogar Kohle! Das raffgierige Terraschwein. Ah, Zerg verteilt mal ein paar Linge, wird gleich hier das SCV nicht kriegen. Ah, er dreht nochmal ab, dann geht's doch kaputt. Kater, geh runter, komm, abhauen. Der lässt sich dann teilweise aber auch nicht... Ja, das, wenn man den hinten anschiebt dann, dass er den Tisch runterhüpft hier, dann stellt er den Arsch nach oben und die Beine gehen ganz nah zusammen, aber bloß nicht runterhüpfen. Ich stauche mich jetzt zusammen, ich bin Katze, ich spreng dich runter. So, zweite... Nein, Barracks gibt es nicht, sondern es gibt eine Factory. Gas hat er nämlich schon, der gute Finant. Jetzt gibt es hier ein Reakteurchen, also will er hier eventuell so ein Hellion Opening spielen. Happy lässt grüßen. Gestern AI Cup, Leute. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch das VOD an. Geht auf meinen Twitch-Channel oder auf meinen Facebook. Da habe ich das verlinkt, das Ding. Super geiles Line-Up gestern im AI Cup. Ja, Happy war dabei, Roof war dabei, Haste war dabei, Headhunter war dabei, Krr war dabei, Nimitz war dabei, Sys war dabei, Cloud war dabei, Jun war dabei. Also da sind so viele geile, große Namen am Start gewesen. Unter anderem auch Ritus, ja. Switch sieht ja ganz solide aus bei 6.30. Echse dabei steht, Bunker steht hier üben, weitere Barracks im Bau. Gas Nummer 2 läuft. Also das sieht nicht schlecht aus, was der Terra hier spielt. Hier drüben gibt es das Speed Upgrade. Baneling Nest steht ebenfalls. Und der Kater macht schon wieder Radau hier. Ein Pibbel kommt.
Warum musst du das immer machen, wenn ich hier anfange mit Kasterei, ne? Dann muss er mir hier auf den Sack gehen. Oft jedenfalls, nicht immer, aber häufig. Ah, jetzt geht's hier los mit dem Baneling Bust. Hat jetzt hier Hellions im Bau, ist aber Supply Block. Weitere Häuser sind hier im Bau. Oh, Zerg zieht sich doch erstmal ein bisschen zurück. Ist doch ein bisschen wenig, was er hier halt hat. Ich meine, er kann hier das Depot wegkrachen, er könnte auch den Bunker abräumen. Stim jetzt hier in Research und Marines wieder im Bau. Nächsten Linge kommen jetzt rüber und gleich wird der Zerg sich hier reinbasten. Wir checken mal den Worker-Count aktuell. 30-30, Zerg leicht hinten. Ah, 31-29, aber ihr wisst ja, ich runde immer gerne auf. Beziehungsweise ab in dem Fall. Und jetzt der Starport im Bau. Und hier vorne kommen die Hellions raus und löten hier schon mal schön die Banelinge an. Ah, die Banelinge hinten, alle Banelinge Schrott bis auf einer, der hier an das Depot nochmal klatscht. Ah, wundervoll hier. Könnte man schon fast sagen, von Finent. Ah, der Bast hier komplett in die Hose. Ja, guckt euch mal an, Units Lost 1-1, 300. Ja, und Zerg baut nochmal 20 Linge nach. Aber hier drüben läuft halt der Tech. Jetzt gibt's hier nochmal einen Reaktor. Double Barracks, er will hier Mars Marines spielen mit Stim. Ja, jetzt fährt er hier erstmal nochmal in die Mitte, schaut nach, was da so los ist. Let's smoke in, ja. Ja, ein Hellion hier nochmal so ein bisschen abgenudelt. Ja, dreht um, kriegt aber nochmal einen Shot los. Wie sieht's hier aus jetzt bei Zerg? Ein Pimmel, paar Linge. T2 Evo-Kammer. Aber der Baneling-Bust ist schon mal kolossal gefailt. Aber nur durch Glück, weil er gerade in der Sekunde rausgefahren ist, hier der Finent. Ja, Tentos hätte das auch hier easy. Ja, was heißt easy? Er hätte es auf jeden Fall einreißen können hier, die Bude. Aber die Hellions hier im richtigen Moment nochmal einen schönen Shot jetzt hier. Von hinten kommt noch mal ein paar, aber ich denke, da geht kein Hellion down. Oh, da geht kein Hellion down. Nein, da geht kein Hellion down. Und hinten sammelt er jetzt hier seine Mars Marines. Stim ist jetzt hier gleich bei 80%. Neue Hellions hier. Luke auf. Hellions raus. Ist wie die Boxenausfahrt in der Formel 1. Hier, Ampel auf Rot, Ampel auf Grün. Klack, Luke auf. Ah, klar, da kommt er raus, der Schumi. Ah, nee, Schumi ist ja nicht mehr gut. Schumi, obwohl Schumi ist gut, aber das Auto ist scheiße. Kater, Junge. Ah, yeah, Unfall. Überschlagen hier. Barrichello wieder eine Feder in die Fresse gekriegt. Was ist da los? Ah, fahren wir mal rein in die Economy hier. Schön mit den Workern blocken. Nom, nom, nom. Das freut hier den Finent hier. 67 zu 40 im Supply. Die ganzen leckeren Worker hier, die schmecken köstlich, denkt sich das Hellion. Was hat er denn jetzt da? 30 abgerissen? Naja, gut, 11. Ein bisschen verschätzt, ne? So, jetzt macht er hier nochmal Two-Base Spire. Der Herr von Zerg. Und das Makro hier sieht echt nicht schlecht aus. Das ist jetzt ein etwas... Hat doch hier das dritte Command Center. Double Upgrade Bude. Marines laufen. Medivacs laufen. Stim ist durch. Schilder hat er vergessen. Okay, aber es sieht okay aus, was er hier spielt. Der Finent. Ah, baut jetzt noch mehr Barracks. Und das ist, glaube ich, so Bronze bis Gold. Na gut, Bronze würde ich eher nicht sagen. Das ist zu gut gespielt von Terra. Ich würde jetzt so Gold. Gold. Ah. Gold ist das neue Grandmaster, sage ich ja auch immer. Ah, wir haben hier welche APMs anliegen. Ja, 130, 170. Das ist kein Bronze-Spiel hier. Ah, Terra. Macht Druck, Zerg nochmal mit einem Spinecrawler. Spire ist jetzt durch, plus 1. Armor gibt es, plus 1. Flyer Attacks und 7 Mutalisken sind im Bau. Aber der Terra natürlich hier meilenweit vorne. Triple Orbital, Triple Mule, Triple STV. Jetzt gibt es auch da endlich das Schild-Upgrade. Für die Marines 1-1 läuft hier ebenfalls. Medivacs laufen, Turrets werden gebaut. Hat er mal gescannt hier, oder warum baut er jetzt hier Turrets? Oh, nee, aber... For Safety kann man ja immer bauen. Ist ja jetzt hier so ungefähr die Zeit. Wo man mit einem Mutter-Timing rechnen könnte. Ja, da kommen sie auch schon. Die ekelhaftigen. Ah, kriegen nochmal ein paar Hellions hier zu fassen. Ah, eins ging, glaube ich, noch da und dabei. Oh, hier schon über die Marines. Und Stim! Ah, schade. Ah, hier Turret. Wenn er das mitgekriegt hätte, Alter. Und jetzt hier schön, jawohl. Ah. Oh, schade, der Turret ganz knapp. Kata. Und jetzt hier schön in die Zange genommen. Die ganzen Brutalisten, die dummen Schweine. Jawohl, und Schilde sind jetzt auch fertig. Und alle gehen schon. Ja. Boom. Naja, fast alle. Aber die übrig geblieben sind, sind nicht mehr so frisch. Ah. Ja, das habt ihr, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesehen, ne? Wenn der Kater sich hier auf meine Lehne setzt vom Stuhl und sich dann abrollt, weil er sich durch die
Lehne durch seinen Schwanz einfangen will, dann rollt er sich immer durch die Lehne ab. Ne? 80, 110, 30 Supply voraus, 3 Base gegen 2 Base, der Zerg natürlich tierisch weit hinten. Ja, er sollte jetzt langsam mal die dritte Base bauen, hat nochmal ein paar Banelinge, aber ohne Upgrades. Und hier drüben Mars Marines mit 1-1. 2-1 läuft, Siege Tanks kommen, Siege Mode kommt, also der hat hier einiges drauf im Makro. Ein Marine schön vorstim. Ja, das sind Ansätze zu sehen, das ist so gut, was der hier macht, ja. Muss ich mir selber auch mal wieder merken, dass ein Marine vorstim, das ist nicht schwer, das kann jeder. Und ich hätte jetzt wieder schön hier volles Rohr reingerannt, hier kein Problem, aber jetzt gibt's erstmal auf die Fresse, die Banelinge. Spreaden kann er auch, aber da hat er ein bisschen was verloren. Ah, das sieht schon cool aus, was der Finant hier spielt, aber da sind noch Banelinge, da sind noch Pimmel, da sind noch Länge. Und da kommen sie an, die Banelinge, auch ohne Speed, krachen die hier. Ja, eine ganze Menge der Marines kaputt. Ah, Zerg auf 25 Supply ran. Ah, was haben die Linge hier? Immerhin auch 0-1, 0-2 läuft. Jetzt kommen nochmal die Muten mit dazu, das ist aber hier schon, komm, nee, hier, das ist doch vorbei. Was hier an Reinforcements kommt, die Marines, die Siege Tanks, hier Siege ist durch, die Medivacs hier, ja. Nee, da ist nichts zu machen, die ganzen Muten platzen einfach nur kaputt. 60 zu 103 im Supply. Dritte Base, okay, die ist jetzt zwar fertig, aber es ist einfach viel zu spät. Hier drüben läuft das Ding für den Terraner. Ich meine, jetzt wird er sich wahrscheinlich gleich hier unten irgendwie aufsiegen, dann mit den Medivacs ein bisschen Vision. Oder was passiert da? Erstmal stimmen. Den Rest entscheiden wir später. Ah, ein bisschen out of range hier, aber der Stim hat da volles Rohr drauf, wie die Overlords platzen. 50 zu 120. Ah. Hat das Spiel verlassen. Boah. Ja, aber noch ein bisschen Stim, ja. Da rastet er noch ein bisschen aus, der Fienen. Aber da wäre nochmal hier die Idee oder die Überlegung, was wäre passiert, wenn er hier nicht genau in der Sekunde die Luke aufgemacht hätte, mit den Heldens rausgefahren wäre. Was wäre passiert, wenn er hier die Butze aufgesprengt hätte, die Linge hier erstmal drin gewesen wären. Ja, also, der spielt auch noch weiter hier, der Fienen-Tür. Oh. Guck mal hier, rennt doch noch ein bisschen rum hier mit seinen Marines. Ah, gar kein Problem, das Spiel ist schon lange vorbei, aber ich schieße noch ein bisschen. Ich hab's denn. Ah, machen wir mal auf Pause jetzt hier. Was wäre da passiert? Also ich meine, er hätte das Spiel wahrscheinlich trotzdem gewonnen, weil er ja einfach das bessere Makro hat. Er hat gut da gestanden. Aber der Zerg hätte auf jeden Fall viel mehr Schaden gemacht. Ah, cool, das Upgrade läuft sogar weiter hier, obwohl der Zerg schon weg ist. Gut. Wieder was gelernt. Ja, aber trotzdem, schönes Spiel. Fiedert hat zugeschickt. Tentos leider verloren auf in Tomb Valley. Ich schätze mal so Gold-Platin-Bereich. Beim Terra auf jeden Fall. Ah, da waren viele, viele gute Sachen dabei. Ah, klopft euch rein. Abonnieren, kommentieren, liken. Facebook, Twitter, YouTube, alles. Und schön T-Shirts kaufen. Adieu, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Spiel.